Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zur inzwischen dritten Lesung des wunderbaren kleinen Büchleins Priestervergötzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven. Das Buch könnt ihr inzwischen online finden und das ist ja das editierbar gemachte, also wenn ihr da selber irgendwelche Anstreichungen, Kommentare oder was machen wollt, dann also Unterstreichung, farbliche Hinterlegung, dann könnt ihr das wunderbar machen. Da hat der Gerald für gesorgt. Dafür nochmal meinen herzlichen Dank, der mir auch das Büchlein an erster Stelle besorgt hat. Und wir lesen heute weiter in vom religiösen Dogma zur Weltherrschaft. Ne? Das ist das zweite Kapitel. Ne? Und wir müssen jetzt weitermachen auf Seite 27. Da hatte ich mir eine Note genommen. Und diese Note lautet: Wenn es uns Deutsche auch herzlich wenig angeht, wie sich päpstlicher Machtwille in außerdeutschen Ländern auswirkt, so ist es doch eine stille Befriedigung, gelegentlich davon zu hören. Tja, das ist so das Thema, mit dem wir uns im Augenblick beschäftigen. Das heißt, päpstlicher Machtwille in außerdeutschen Ländern. Und wie der Zufall es so will, mal ganz kurz ein Thema, um euch da eben was zu erzählen, was sich bei mir so tut. Der Marius, der ihr ja auch kennt, der ja die wunderbare Lesung auf diesem Kanal macht vom Vatikan und das 20. Jahrhundert von Avro Manhattan, der hat mir ein kleines Video besorgt vom Spiegel, das schon 2013 anscheinend erschienen ist. Und der Artikel, den er dazu schreibt, ist: Katholische Kirche, Kinderhandel von unvorstellbaren Ausmaßen mitten in Europa. Mitten in der Wirtschaftskrise wird Spanien von einer weiteren Tragödie heimgesucht. Eine Tragödie, die das Land nicht finanziell, sondern moralisch erschüttert. Jahrzehntelang sollen Mitglieder der katholischen Kirche Babys gestohlen und verkauft haben. Ein Kinderhandel von unvorstellbaren Ausmaßen mitten in Europa. Das passiert ja nie bei uns, ne? Seit Bekanntwerden sucht das Volk nach seinen Angehörigen, nach verschwundenen Kindern, nach leiblichen Eltern, nach totgeglaubten Geschwistern. Soweit die Zusammenfassung davon. Ist ein interessantes kleines Video. Ich werde mal sehen, ob der Marius mir hier noch den Link dazu geben kann. Er meinte, das ist erst erschienen auf Telegram. Dann kann man sich das da anschauen. Ich werde dieses Video vom Spiegel ganz sicher nicht auf YouTube zeigen, da kriege ich sofort einen Strike mit. Das mache ich nicht. Ich habe mich mit dem Thema selber ja auch beschäftigt, wisst ihr, ich habe ja mal die Sendung gemacht, systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Und ich habe aus vielen anderen Büchern und auch Unterredungen, also Unterhaltungen mit Tom Fress aus Amerika, erfahren, dass es ja noch viel schlimmer ist. Also wir sprechen jetzt hier, ich meine, der Kommentar hier sagt: Eine Tragödie, die das Land nicht finanziell, sondern moralisch erschüttert. Ja, entschuldige bitte mal, Spanien ist das meist katholische Land auf dieser Welt. Also das katholischste Land auf dieser Welt. Ja, das erschüttert euch moralisch. Ja, wenn ihr euch nicht darum kümmert, was eure Kirche treibt, dann müsst ihr euch da auch nicht wundern. Das sage ich jetzt mal ganz knallhart so. Ja, und das gilt für Spanien, das gilt für Italien, das gilt für Deutschland ganz genauso. In den systematischen katholischen Kindesmissbrauch, da sprechen wir von Kindesmisshandlung in Kinderheimen. Aber was eben oftmals auch passiert, ich glaube, was ich damals auch angesprochen habe, teilweise zumindest, das war, dass eben viele Kloster im Mittelalter und auch heute noch, also da will ich jetzt gar nicht mal die heutige Zeit ausnehmen, dass viele Kloster, dass die Nonnen da nichts weiter waren als Huren für die Priester. Ja? Da kann jetzt ein Aufschrei kommen von hier nach Jericho, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ein Fakt, das sogar bestätigt ist. Wir wissen von diesem einen Brunnen in Rom, wo tausende Kinderschädel drin gewesen sein sollen. Es gibt irre viele Gräber, Massengräber in Gängen unter den Klöstern. Das habe ich auch in dem systematischen Kindesmissbrauch erzählt. Ja? Wo kommen denn dann die ganzen Kinderleichen her? Das sind die Nonnen abgetrieben oder ausgetragen und dann getötet haben. Und teilweise haben sie nicht getötet, sondern haben sie verkauft. So, das ist eine unendliche lange, schlimme Geschichte. Eine Geschichte halt der römisch-katholischen Kirche. Und warum sage ich das jetzt? Weil wir uns jetzt mit diesem Kindesmissbrauch und mit dem Verkaufen von Babys, also nach dem Motto, eine Frau kommt hochschwanger in ein Krankenhaus, das Krankenhaus wird vom Nonnen geleitet, dass die Frau entbindet, teilweise unter Narkose wird das gemacht oder sie wird irgendwie sonst hinterher betäubt oder wie auch immer,
Da könnt ihr euch ja selbst mal informieren darüber, wie das genau funktioniert. Und dann wird ihnen das Kind weggenommen, dann wird einfach gesagt, von ihr Kind wurde tot geboren. So. Und die verkaufen das Kind dann an irgendwelche Menschen, die das gerne haben wollen. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Jetzt stellt euch das mal vor, diese LBGTQI, was weiß ich, Agenda da, diese Gender-Agenda geht noch weiter fort. Und die ganzen Menschen, die da zusammen wohnen, man muss das ja noch Menschen nennen, die wollen auch gerne Kinder haben. Ja, die kriegen sie dann von eben genau diesen römisch-katholischen geliefert. So einfach ist das. So leid mir das tut, aber so ist das. Ja. Und warum sage ich das jetzt? Nicht, um das Thema zu verändern, aber weil ich mir hier im PDF ja die Note genommen habe. Wenn es uns Deutsche auch herzlich wenig angeht, wie sich päpstlicher Machtwille im außerdeutschen Ländern auswirkt, so ist es doch eine stille Befriedigung, gelegentlich davon zu hören. Nach dem Motto, es ist nicht nur in Deutschland schlimm, es ist woanders auch schlimm. Und das, was da in Spanien passiert ist, das gebe ich euch schwarz auf weiß, das passiert auf der ganzen Welt. Überall da, wo die römisch-katholische Kirche ist. Sucht mal nach, was Mutter Teresa ihr Leben lang gemacht hat. Ja, die sogenannte Mutter Teresa. Da kann einem nur noch schlecht von werden. So, das war jetzt eine kurze, eigentlich so nicht geplante Einleitung. Nichtsdestotrotz, das habe ich jetzt gemacht und jetzt gehen wir in dem Buch weiter, wo wir am ersten vollen Absatz, also nee, am zweiten vollen Absatz, auf Seite 27 in dem PDF weiterlesen. Und 27 im PDF ist Buchseite 25. Zitat: Die dritte und allgemeine Meinung der katholischen Theologen lautet: Der Papst hat als Papst keine direkte und unmittelbare Gewalt, sondern nur eine geistliche. Aber aus geistigen Gründen besitzt er wenigstens indirekt eine gewisse Gewalt in weltlichen Dingen, und zwar im höchsten Maße. Ende Zitat. Wir wissen ja, wir haben hier zu tun mit einigen Aussagen des jesuitischen Kardinals Bellarmin, wie man ihn im Deutschen ausspricht, Bellarmine im Englischen, der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in das 17. Jahrhundert hinein gelebt hat. Und wir sind hier konfrontiert mit seiner jesuitischen Dialektik. Deswegen habe ich auch gesagt, ich lese das ein paar Mal vor. Aber Kommentare gebe ich da nicht drüber, weil sonst würde da, glaube ich, jede Aussage ein eigenes Video von einer Stunde in Anspruch nehmen. Und das wollen wir ja nun auch nicht machen. Aber nochmal eben. Die dritte und allgemeine Meinung der katholischen Theologen lautet: Der Papst hat als Papst keine direkte und unmittelbare Gewalt, sondern nur eine geistliche, das also eine indirekte ist. Ne? Aber aus geistigen Gründen besitzt er wenigstens indirekt eine gewisse Gewalt in weltlichen Dingen, und zwar im höchsten Maße. Mit anderen Worten, das ist genau, wenn mir Leute fragen, von wie kann der Papst denn überhaupt so mächtig sein? Der Papst hat doch nicht mal eine Armee. Nee, wenn ich die Armeen der Völker kontrolliere, dann brauche ich keine eigene Armee. Und das ist hier genau dasselbe. Warum sollte der Papst eine direkte und mittelbare Gewalt haben gegenüber der weltlichen Macht, wenn er doch die geistige Macht hat, die er gegen sie ausspielt. Die Menschen sind doch alle Wachs in seinen Händen, wenn sie seine falsche Religion glauben und glauben, außerhalb der römisch-katholischen Kirche gäbe es keine Erlösung. Also machen sie alles, was der Papst sagt. Und genau das ist mit anderen Worten das, was der Bellarmin hier sagt. Diese indirekte Gewalt, fährt der Autor fort, beweist der Jesuit nun folgendermaßen. Hör mal zu, wie beweist er das? Die weltliche Gewalt ist der geistlichen unterworfen, weil beide nur Teile desselben, zwischen Anführungszeichen füge ich hinzu, christlichen Staates sind. Ne? Also wir müssen hier das Wort christlich wieder als katholisch verstehen. Ne? Daher kann der geistliche Fürst dem weltlichen befehlen, und über weltliche Dinge Anordnungen treffen, mit Rücksicht auf das geistliche Wohl. Denn jeder Vorgesetzte kann seinem Untergebenen befehlen. Das Reich der Kirche muss vollkommen sein und aus sich selbst heraus ihr Ziel erreichen können. Also muss sie alle Gewalt besitzen, die zur Erreichung ihres Zieles nötig ist. Hierzu aber braucht sie die Macht, die weltlichen Dinge auszunutzen
und über sie zu verfügen, weil sonst schlechte Fürsten straflos die Ketzer begünstigen und die Religion vernichten könnten. Daher hat sie diese Macht. Es ist, zwischen Anführungszeichen, Christen nicht erlaubt, einen ungläubigen oder ketzerischen König zu dulden, wenn er versuchen sollte, seine Untertanen zu einer Ketzerei oder seinem Unglauben zu verführen. Dem Papst aber, dem die Sorge für die Religion anvertraut ist, steht das Urteil darüber zu, ob der König zur Ketzerei verführe oder nicht. Also hat der Papst das Urteil zu fällen, ob der König abgesetzt werden muss oder nicht. Die Christen, zwischen Anführungszeichen, Christen, sind nicht angehalten, einen ungläubigen König zu dulden. Ja, sie dürfen es nicht einmal, wenn ersichtliche religiöse Gefährdung besteht. Denn wenn göttliches und menschliches Recht im Kampfe liegen, muss das göttliche Recht beobachtet werden unter Hinansetzung des Menschlichen. Ende Zitat. So, das war jetzt, wie wir im Flämischen so sagen, da war es ein hele Boterhamme. Das war eine ganze Menge Information auf ziemlich kurzer Zeit. Das war ein Absatz, den ich hier gelesen habe. Und aus diesem Absatz geht ganz deutlich hervor, dass das Volk einen ketzerischen König nicht zu akzeptieren hat, dass er ihm nicht glauben darf. Das kommt natürlich auch aus der Zeit, Kardinal Bellarmine, 16. Jahrhundert, die Königin von England, Elisabeth, die ja vom Papst, wie wir wissen, verbannt, also nicht verbannt, aber der Bannfluch aufgelegt wurde, also die verflucht wurde, die Anathema gemacht wurde und das Volk aufgerufen wurde, ihr nicht mehr zu gehorchen. Sie wurde zu einer vogelfreien Person erklärt, die Königin Elisabeth im 16. Jahrhundert. Und wir erinnern uns mal eben an den Spruch Inri, ja, wenn wir also jetzt jesuitischen Eid uns noch mal eben vor Augen führen. Ich habe den hier sogar auf meiner Archive-Seite, wie ihr wisst, habe ich den Eid der Jesuiten abgebildet. Und da steht ja für die Bedeutung Inri, I-N-R-I, Justus, Neca, Regius, Impius. Ja? Es ist rechtens heretische Könige, zwischen Anführungszeichen Könige, Führer, Präsidenten, was immer, um die umzubringen, zu vernichten, abzusetzen, ja, auf welche Art und Weise auch immer. Wir sprechen hier nicht davon, dass sie unbedingt abgewählt werden müssen, wie in der sogenannten Demokratie, sondern wir sprechen darüber, dass es da wirklich darum geht, diese zu vernichten. Das ist eben auch ein Schwur der Jesuiten selber, darf man ja nicht vergessen. Und die kennen ja, die nehmen ja nun mal keine Gefangenen, ne? Um das jetzt mal so ganz deutlich eben zu sagen. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit auf der Seite hin und her am Scrollen und suche den Jesuiteneid, der ja hier auf meiner Seite irgendwo ist und finde den jetzt gar nicht. Das ist wieder typisch so. Da sagt man, das will ich mal eben nachschauen und dann finde ich das hier nicht. Ja. Eid, da gibt er mir hier der Schwur, Eid der Jesuiten, war hier ist das, genau, so, dann mache ich das mal kurz auf, online, und dann können wir da mal kurz drin lesen. Da steht eben, an jeder Seite steht ein Mönch, also da geht es jetzt um die Art und Weise, wie sie jetzt dieses Ritual abhalten wollen, an jeder Seite steht ein Mönch, von denen einer ein gelb-weißes Banner hochhält, von dem wir ja wissen, gelb-weiß sind die Farben des Vatikan, ja, den Farben des Papstes gemäß, und der andere ein schwarzes Banner mit einem Dolch und mit einem roten Kreuz über einem Schädel mit gekreuzten Knochen, der mit dem Wort Inri, I-N-R-I, versehen ist. Und wir wissen ja, dass nach der römisch-katholischen Lüge ein Wort ist, das auf dem Kreuz Jesu Christi gestanden haben soll. Was aber nicht stimmt, weil die Bibel ganz klar sagt, auf dem Schild stand der König der Juden, also die genauen Wortlaut kriege ich jetzt nicht zusammen, ja, den König der Juden, und da stand da in Hebräisch und in Latein und in
Griechisch in drei Sprachen. Also das Wort Inri, das ihr immer in Kirchen seht, das stand niemals auf dem Kreuz, wo Jesus Christus drauf oder dran gestorben ist. Und darunter stehen die Worte Iustrum Neca Reges Impius. Die Bedeutung davon ist, es ist gerecht, pietätlose und häretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulösen oder zu zerstören. Und damit haben wir im Grunde alles das zusammengefasst, was der Bellarmin hier auch gerade eben gesagt hat. Und das ist nur das von dem Bellarmin ist natürlich dann hier in jesuitischer Kasuistik und Sophistik die langen Version. Ich habe euch jetzt gerade die extreme Kurzversion vorgelesen, aber im Grunde läuft es darauf hinaus. Es ist Christen nicht erlaubt, einen ungläubigen oder ketzerischen König zu dulden, wenn er versuchen sollte, seine Untertanen zu einer Ketzerei oder seinem Unglauben zu verführen. Dem Papst aber, dem die Sorge für die Religion anvertraut ist, steht das Urteil darüber zu, ob der König zur Ketzerei verführe oder nicht. Also hat der Papst das Urteil zu fällen, wie in der Inquisition, ja, wie wir kennen. Die Kirche fällt das Urteil und sagt dann der weltlichen Religion, und du musst das jetzt ausführen, ja, ob der König abgesetzt werden muss oder nicht. Und absetzen kann man eben auf verschiedene Arten und Weisen, ne? Und meistens geht es nicht darum, dass man da freundlich hingeht und sagt von du König, mach bitte den Stuhl frei, wir möchten da jemand anderes hinsetzen. Erinnern wir uns nochmal an den Mörder Ravaillac, der ja im 16. oder 17. Jahrhundert, wo war das, in Niederlande da den Prinzen ermordet hat. Haben wir ausführlich drüber gesprochen in der Lesung von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten. Über ihren Orden von der Entstehung in Mitte des 16. Jahrhunderts bis heute zum Schreiben des Buches 1866. Ja? Also von daher, wir haben hier die Aussage von dem Bellarmin und die gilt natürlich römisch-katholisch weit. Die gilt in jedem Land. Nicht nur in Deutschland, sondern das gilt ebenso in Spanien, das gilt ebenso in Italien, das gilt ebenso in England, das gilt ebenso in Irland, in Amerika, das gilt überall. Inwieweit das jetzt durchgesetzt wird, das ist wieder eine andere Frage. Aber die Kirche schafft hier die rechtlichen Voraussetzungen mit ihrem Codex Iuris Canonici, ja, ihrem Codex des kanonischen Rechts. Ja. Aber wir wollen mal sehen, ob wir noch ein bisschen weiterlesen können. Nach diesem sinnverwirrenden, alle natürlichen Denkgesetzen hohnsprechenden, willkürlichen Jonglieren mit Voraussetzung, Behauptung und Beweis sind die schlichten Unverschämtheiten der Päpste beinahe eine Erholung. Erholung und Ruhe hatte auch das arme, gequälte deutsche Volk nach 30-jähriger Verwüstung deutschen Landes bitter nötig. Man kann sich denken, mit welchem Aufatmen der westfälische Frieden begrüßt wurde. Dem Papst allerdings, Antichrist Innozenz X., kam dieser Friede nicht gelegen, denn seine Wünsche wurden durch ihn nicht restlos erfüllt. Und daher erklärte er am 20. November 1648 kurzerhand den Westfälischen Frieden für ungültig. Diese Ungültigkeitserklärung ist bis auf den heutigen Tag nicht aufgehoben worden. Also leben wir immer noch im Dreißigjährigen Krieg? Naja, man kann sich denken, mit welchem Aufatmen der Westfälische Friede begrüßt wurde. Dem Papst kam dieser Friede nicht gelegen, seine Wünsche wurden nicht rechtlos erfüllt, und der Papst erklärte am 20. November 1648 den Westfälischen Frieden für ungültig. Nun, ein Friedensvertrag oder überhaupt irgendein Vertrag muss immer geschlossen werden zwischen mindestens zwei Parteien. Und die beiden Parteien können dann einen Vertrag schließen, wenn sie übereinstimmen. Wenn jetzt aber eine Partei, hier in diesem Fall die römisch-katholische Kirche, vertreten durch den Papst, sagt von, ich stimme da nicht mit überein, dann kommt der Vertrag überhaupt nicht zustande. Was heißt denn das? Der Autor hat das Buch hier geschrieben, wann war es, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwo, ne? Warte mal, muss mal eben nachgucken, ich weiß das gar nicht mehr auswendig. 1937, ne?
Nachdruck der in Ludendorff Verlag erschienenen Ausgabe von 37. Also 1937 hat er das geschrieben. Das ist kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Da schreibt der Mensch ein Buch und sagt, der Papst hat im Grunde den Westfälischen Frieden, also den Frieden, der den 30-jährigen Krieg beendet hat, überhaupt nicht akzeptiert. Also viele sprechen immer davon, ja, der Versailler Friedensvertrag war ja auch kein Friedensvertrag, wo ist der Friedensvertrag vom Zweiten Weltkrieg und dies und das. Sag mal, wenn noch nicht mal der 30-jährige Krieg von damals gesettelt ist, wie man so schön sagt, ne? Wenn man sich da noch nicht mal übereingekommen ist, den zu beenden, dann sind wir ja immer noch in dem Krieg, immer noch in dem Kriegszustand. Und wenn wir immer noch im Kriegszustand sind, dann erklärt das ja auch viele Dinge, die so passieren, dass wir uns irgendwelche Scheinregierungen fortsetzen und dass wir ein Scheinleben führen, weil uns eben nur etwas vorgespielt wird. In Wirklichkeit sind wir immer noch im Krieg. Und dann kommen sie mit irgendwelchen Menschenrechten und Menschenrechtserklärungen, aber dann sagen sie auf der anderen Seite von, ja, aber wenn wir irgendwas machen wollen, dann tun wir das doch. Sie sind doch scheinheilig. Und zwar schon seit Jahrhunderten. Und jetzt verstehen wir auch, warum. Diese Ungültigkeitserklärung ist bis auf den heutigen Tag nicht aufgehoben worden, sagt der Autor hier. Also gibt es noch einen wichtigeren Absatz in diesem Papier? Also ich glaube nicht. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir bis jetzt auch nicht so deutlich geworden. Aber das ist ziemlich deutlich. Ja? Dem Papst kam dieser Westfälische Friede nicht gelegen. Seine Wünsche wurden durch ihn nicht restlos erfüllt. Was sind denn seine Wünsche? Was sind denn die Wünsche des Papstes? Das restlose Auslöschen der Reformation. Das restlose Auslöschen jeglicher Versammlungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Gedankenfreiheit, Sprachfreiheit, Religionsfreiheit. Das passt dem Papst alles gar nicht. Aber das haben wir ja seitdem, mehr oder weniger. Und wiefern man frei ist, eine andere Sache. Auf die Diskussion will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber wenn man diesen Satz hier richtig versteht und wenn der Autor hier mit Recht hat, wo ich von ausgehe, dass das so ist, aber ihr könnt das ja gerne selbst nachforschen, dann hat der Vatikan also damals durch den Papst eben auf eine bestimmte Art und Weise am 20. November 1648 wohl auch schriftlich irgendwie den Frieden für ungültig erklärt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Papst sich dahingestellt und gesagt hat von, das ist ungültig, das will ich jetzt nicht mehr, oder ich mache da nicht mit oder wie auch immer. Und dann ist das so zur Kenntnis genommen worden. Da muss schon irgendetwas Schriftliches bestehen. Da kann ja jeder mal selber gerne nachforschen. Wenn das denn so ist, lass uns mal davon ausgehen, dass der Autor hier recht hat. Dann haben wir seit dem Kriegsausbruch des 30-jährigen Krieges 1618 niemals Frieden gehabt. 1618. Heute sind wir 2023. Da sprechen wir über 405 Jahre Kriegszustand, der uns natürlich nicht erzählt wird, weil nachher wieder irgendwelche anderen Verträge geschlossen werden. Nur, all diese ganzen anderen Friedensverträge bauen ja darauf auf, dass es vorher bereits einen Friedensvertrag gab. Gibt's aber nicht. Also das finde ich schon eine ziemliche Kanone, eine ziemliche Bombe, muss ich mal ehrlich sagen. Der Autor sagt, als dann im Herzen des zerstörten Deutschlands eine neue Macht auftauchte, als der Kurfürst von Brandenburg sich am 18. Januar 1701 in Königsberg zum König krönte, ohne zuvor den Heiligen Vater um Erlaubnis gebeten zu haben, da erklärte Antichrist Papst Clemens XI., der sein Pontifikat hatte zwischen 1717 und 1721, am 18. April 1701 in einer Ansprache an die Kardinäle die Erhebung Preußens zum Königreich für ungültig und bezeichnete die vollzogene Tatsache als eine Beleidigung für den Heiligen Stuhl, als eine Anmaßung und verwegene und gottlose Tat. Oder Untat, Entschuldigung, gottlose Untat. Gar so gottlos muss nun wohl des ersten Preußenkönigs Untat nicht gewesen sein.
Denn trotz der päpstlichen Ungültigkeitserklärung wuchs Preußen sogar wider den Willen des großen Korsen und wurde zum Rückgrat Deutschlands. Ja, der große Korse, da sprechen wir jetzt von Napoleon, ein paar Jahre später. Die Durchsetzung der politischen Ansprüche des Papstes aber wurde schwieriger. Umso mehr bemühten sich die Päpste, sie religiös-dogmatisch zu begründen. Nur musste die Formulierung zeitgemäßer sein, der Inhalt der mittelalterlichen Vorbilder aber bleiben. Rücksichtslos wurden die päpstlichen Machtansprüche von Antichristpapst Pius IX., der von 1846 bis 78 sein Pontifikat hatte, im schon erwähnten Syllabus aus 1864 erneut verkündet. Langsam hatte die Menschheit noch doch in Wort und Schrift gegen die unverhüllte Herrschgier des Hauptes der römischen Kirche Einspruch erhoben. Das waren im kirchlichen Sinne natürlich alles Irrtümer, die im genannten Syllabus vom Papst verworfen wurden. Das Gegenteil der von Rom beurteilten Irrtümer hat also als katholische Lehre zu gelten. In dieser positiven Form sind für unsere Betrachtung von diesen Thesen oder Sätze folgende wichtig. These 23, also hier geht es um den Syllabus der Fehler, jetzt umgedreht. Die römischen Päpste und die allgemeinen Konzilien haben die Grenzen ihrer Gewalt nicht überschritten, keine Rechte der Fürsten sich angemaßt und in Festsetzung der Glaubens- und Sittenlehre nicht geirrt. Also das ist jetzt, wenn man die These 23 umdreht und sie so liest, wie sie eigentlich gemeint ist. Das müssen wir jetzt hier eben drunter verstehen. Wir hatten ja vorhin bereits ein paar von diesen Thesen vorgelesen. Müssen wir eben hier gucken, auf welcher Seite das jetzt war. Finde ich jetzt so gar nicht mehr. Wenn wir durch das ganze Papier durch ihm gehen, hier der Syllabus, Paragraph 219 hatten wir ja noch gesprochen. Da dachte ich noch von Paragraph 18. Ah, hier Dogmen, hier zum Beispiel These 56, These 22 zum Beispiel, hier. Da steht dann auf Seite, im Buch Seite 14, ja, These 22. Die Dogmen, welche die Kirche als Geoffenbarte hinstellt, sind nicht vom Himmel gekommene Wahrheiten, sondern eine Art Interpretation religiöser Tatsachen, welche der menschliche Geist in mühsamer Arbeit sich ausgedacht hat. So, das ist These 22. Auf der Seite, wo wir jetzt lesen, haben wir also dann These 23, ja, das eine weiter, also das ist nicht dieselbe These. Gut. Also die römischen Päpste und die allgemeinen Konzilien haben die Grenzen ihrer Gewalt nicht überschritten, keine Rechte der Fürsten sich angemaßt und den Festsetzungen der Glaubens- und Sittenlehren haben sie sich auch nicht geirrt. These 24, die Kirche hat das Recht, äußeren Zwang anzuwenden. Sie hat auch eine direkte und indirekte zeitliche Gewalt. Ja, also was man machen muss, ist halt, sich jetzt die verschiedenen Thesen anschauen. Wie stehen die im Syllabus der Fehler beschrieben? Weil da ist das dann umgekehrt. Und deswegen lernen wir jetzt hier in dieser positiven Form, meint die Kirche im Grunde das. Ne? Also der Papst hat das alles umgekehrt gesagt. Natürlich ist ja auch Jesuiten gesteuert, machen immer alles sophistisch und kasuistisch ganz besonders schwer. Und hier in diesem Fall sagt er jetzt also, die Kirche hat das Recht, äußeren Zwang anzuwenden. Sie hat auch eine direkte und indirekte zeitliche Gewalt, also weltliche Gewalt. These 27. Die geweihten Diener der Kirche und der römische Papst sind nicht von aller Leitung und Herrschaft über weltliche Dinge auszuschließen. These 34. Die Lehre, die den römischen Papst einem freien und in der ganzen Kirche seine Macht ausübenden Fürsten vergleicht, ist eine Lehre, die nur im Mittelalter vorherrschte. Der Staat ist nicht Ursprung und Quelle aller Rechte und besitzt keineswegs ein schrankenloses Recht. Und in These 42 zum Abschluss, im Konflikt der Gesetze beider Gewalten hat das weltliche Recht nicht den Vorzug. Diesen Gedanken brachte Kardinal Faulhaber auf der 62. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in München am 27. August 1922 auf die kürzeste Formel. Gottes Recht bricht Staatsrecht. Wobei wir jetzt aber davon ausgehen müssen, dass er mit Gottes Recht römisch-katholisch-päpstliches Antichristenrecht meint und nicht das Gottesrecht, das von unserem Vater im Himmel gegeben ist. Ein ganz großer Unterschied. Deswegen ist es ja der
Kardinal Faulhaber, ein römisch-katholischer Kardinal, der diese Aussage macht. Am 27. August 1922. Gottes Recht bricht Staatsrecht. Womit er natürlich im Prinzip recht hat. Wenn man die Bibel zugrunde legt und wenn etwas auf dieser Welt in irgendeinem Staat passiert, was nicht konform der Bibel ist, dann muss man eher der Bibel gehorchen als dem Staat. Es ist besser, Gott zu gehorchen als den Menschen. Da kommt es drauf hinaus. Das ist ja dieser Spruch, den der Marius auf seinem Bild für die moderne Kriege auch immer aufzeigt. Ne? Das kommt ja nicht von ungefähr. Kommt aus Apostelgeschichte. Sogar das mittelalterliche, zwischen Anführungszeichen, Recht auf Absetzung der Fürsten und Lösung des Treueeids ihrer Untertanen suchte Pius IX. In die neue Zeit hinüber zu retten. Als die römisch-literarische Gesellschaft ihm eine Ergebenheitskundgebung unterbreitete, antwortete er am 20. Juli 1870, Zitat: Unter allen Irrtümern der heutigen Zeit ist keiner boshafter als jener, welcher der Unfehlbarkeit das Recht zuspricht, Könige abzusetzen und die Völker ihrer Untertanenpflicht zu entbinden. Dieses Recht ist ohne Zweifel von den Päpsten von Zeit zu Zeit in äußersten Fällen ausgeübt worden. Es hat aber durchaus nichts mit der Unfehlbarkeit zu tun, noch entspringt es aus der Unfehlbarkeit, wohl aber aus der Autorität des Papstes. Ende Zitat. Am 5. Februar 1875 erklärte er in der Bulle Quod Nunquam, Quod Nunquam die preußischen Maigesetze für ungültig. Zitat: Wir erklären allen, die es angeht, und dem ganzen katholischen Erdkreise, dass jene Gesetze ungültig sind, da sie der göttlichen Einrichtung der Kirche ganz und gar widerstreiten. Ja? Das sind ganz, ganz wichtiger Punkt, die Maigesetze. Unter den Maigesetzen wissen wir ja zum Beispiel auch, hat sich befunden sowas wie die Einmischung der römisch-katholischen Kirche in die siebenjährige Planung, war es glaube ich, die siebenjährige Planung der Militärausgaben. Das habe ich in einer anderen Lesung mal besprochen gehabt. Ich glaube, das war in die Jesuiten und das Deutsche Reich. Erinnert ihr euch noch? Da hatten wir genau darüber gesprochen, wie damals die römisch-katholische Kirche da ihren Einspruch erhoben hat. Ja? Und das ist ja 1875, ist ja genau in der Zeit. Ne? Das war kurz nach der Gründung des Reiches durch Bismarck. Und da ging es um diese, ich glaube, fünf- oder siebenjährige Zuweisung des Militärbudgets, was da gesagt wurde. Das waren diese berühmten Maigesetze. Und die erklärt hier der Papst für ungültig. Wir erklären allen, die es angeht, und dem ganzen katholischen Erdkreise, dass jene Gesetze ungültig sind, da sie der göttlichen Einrichtung der Kirche ganz und gar widerstreiten. Ende Zitat. Hierauf gab ihm allerdings am 19. Februar 1875, also 14 Tage später, die preußische Staatsregierung die gebührende Antwort. Zitat: In dem neuen Schritt des Papstes tritt die Anmaßung der päpstlichen Herrschaft auf bürgerliche Gebiete unumwundener als je bisher hervor. Der Papst wagt es, die bürgerlichen Gesetze, welche zwischen der Krone Preußens und der Landesvertretung verfassungsmäßig vereint sind, als nichtig zu erklären. Ende Zitat. Der Papst wagt es, die bürgerlichen Gesetze als nichtig zu erklären. Natürlich, weil die bürgerlichen Gesetze in Einklang mit dem Juris Codex Canonici sein müssen, mit dem römisch-katholisch-kanonischen Recht, wie das heute auch immer noch ist. Deswegen haben wir mit den ganzen Diözesen eben die Schattenregierung in jedem Land, wo die römisch-katholische Kirche herrscht, wie zum Beispiel in Deutschland, wie in England, wie in Amerika. Ja? Von England wissen wir noch, wie in den 1860er Jahren, unter anderem durch Cardinal Newman und Cardinal Wiseman vor allen Dingen, diese ganzen Diözesen neu errichtet wurden, nachdem endlich in 1833 mit dem Emanzipationsgesetz die römisch-katholische Kirche wieder Macht zurückerlangte in England. Ja? Und in Amerika ist das nicht anders. Und da gibt es auch Mappen von, also
Karten von, das kann man sich dann gerne mal anschauen. Ich erzähle nicht irgendwas, was ich mir aus dem Daumen sauge. Diese Diözesen, diese bischöflichen Sitze, eine Stadt ist ja auch nichts anderes als ein bischöflicher Sitz, das ist wieder geschichtlich ein anderer Punkt. Diese Diözesen sind im Grunde nichts anderes als eine Einteilung in ein Land, in eine andere Regierungsform, als das, was sich den Menschen offenbart. Also wir kennen in Deutschland zum Beispiel 16 Bundesländer und jedes Bundesland ist dann vielleicht nochmal unterteilt in verschiedene Landkreise und solche Dinge. Das kennen wir, aber die römisch-katholische Kirche, die hat darüber gesetzt, ihre Diözesen und ihre diözesanen Bischöfe. Ja? Und die sorgen da halt für, dass schlussendlich da eine Schattenregierung steht. Und die preußische Regierung sagt hier, in dem neuen Schritt des Papstes tritt die Anmaßung der päpstlichen Herrschaft auf bürgerliche Gebiete unumwunden als je bisher hervor. Der Papst wagt es, die bürgerlichen Gesetze, welche zwischen der Krone Preußens und der Landesvertretung verfassungsmäßig vereint sind, als nichtig zu erklären. Ja, was interessieren denn den Papst bürgerliche Gesetze zwischen der Krone Preußens und der Landesvertretung, wenn der Papst nicht mal die Krone Preußens akzeptiert? Das ist doch alles für ihn null und nichtig. Da kann er sich dann drüber hinwegsetzen. Und ihr könnt sagen, von ja, der Papst kann ja denken, was er will. Ja, das stimmt. Nur das Problem ist, der Papst hat eben auch die Mittel und die Personen, um das durchzusetzen. Und dafür gebraucht er seine ganzen Orden, ja. Nicht nur die Malteserorden und die Jesuiten, sondern auch noch alle anderen Orden und Ordensgemeinschaften und alles drum und dran, um diese Dinge durchzusetzen. Deswegen sind die Schulen und Universitäten und deswegen ist die ganze Politik katholisch infiltriert. Und so wird das dann schlussendlich durchgesetzt. Die Politik macht nur nach außen hin eine Politik, die das Volk vertritt. Und manchmal fliegt es auf. Meistens aber eben nicht. Schon anderthalb Jahre vorher, sagt der Autor, hatte sich Antichrist Pius IX. Eine kräftige Abfuhr von Kaiser Wilhelm I. geholt, aufgrund eines Schreibens vom 7. August 1873, das den anmaßenden Satz enthielt, Zitat: Denn jeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört in irgendeiner Beziehung oder auf irgendeine Weise, welche hier näher darzulegen nicht der Ort ist, gehört, sage ich, dem Papste an. Ende Zitat. Jeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört dem Papste an. Wie hatte das noch geheißen in der Bulle Unam Sanctam? Es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Und dass jeder ein Subjekt des römischen Pontiff ist, dafür werden die Kinder schnellstmöglich nach der Geburt getauft. Und dann sind sie in der römisch-katholischen Kirche drin. Und da kannst du nichts dran machen, auch später nicht. Weil wenn du meinst, ich trete da aus, dann muss die Kirche deinen Austritt eben nicht akzeptieren. Und selbst wenn du austrittst, dann stellst du dich außerhalb der römisch-katholischen Kirche auf und bist damit ein Heretiker. Nun, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts natürlich ist das ein separated brethren, ein getrennter Bruder. Das Wort Heretiker gebrauchen wir nicht mehr. Aber ob die Scheiße braun ist oder blau ist, es bleibt Scheiße, oder? Für die römisch-katholische Kirche. Ein Heretiker bleibt ein Heretiker. Ob ich ihn jetzt Heretiker nenne oder anders. Ob ich die Inquisition Inquisition nenne oder ob ich die Inquisition Heiliges Offizium der Kongregation für die Glaubenslehre nenne. Die Handlungen sind dieselben. Die Inquisition ist dieselbe, auch wenn sie einen anderen Namen trägt. Ja? Und deswegen sagt der Papst hier ganz klar, Pius der Neunte: Jeder, welcher die Taufe empfangen hat, gehört in irgendeiner Beziehung oder auf irgendeine Weise, welche hier näher darzustellen, nicht der Ort ist, gehört, sage ich, dem Papst an. Nun, hier in der Aussage des Papstes ist nicht der Ort, um diese irgendeine Beziehung oder irgendeine Weise näher zu erklären. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass das an anderer Stelle gemacht wurde und dass das genau das bestätigt, was ich hier bereits gesagt habe, dass es aus der römisch-katholischen Kirche aus ihrer Sicht heraus kein Entrinnen gibt.
Ja, sagt der Autor, die Zeiten hatten sich doch etwas geändert. Man wollte doch nicht mehr so unbesehen, immer wie die Geistlichkeit. Darum musste Pius der neunte Nachfolger Leo der 13., der ja, wie wir wissen, zwischen 1878 und 1903 sein Pontifikat hatte, erneut die päpstlichen Machtansprüche, wenn auch sehr vorsichtig in der Form in Erinnerung bringen, durch die Enzyklika Sapientiae Christiane vom 1. Januar 1890. Und ich erwähne jetzt mal nicht die Privataudienz, die Kaiser Wilhelm II. 1903 kurz vor dem Tod mit dem Papst hatte, wo der Papst meinte, er möchte, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche wird. Das erwähne ich jetzt mal eben nicht. Das erwarte ich von euch im Hinterkopf zu haben. Zitat aus der Enzyklika: Wenn die Gesetze des Staates mit den Rechten Gottes, ließ des Papstes, sagt der Autor hier, ist aber so, hätte ich sonst gesagt, ne? Weil der Papst ist Gott auf Erden, er ist der Stellvertreter Christi, Christus ist Gott in der römisch-katholischen Kirche, also ist der Papst der Stellvertreter Gottes. Wenn die Gesetze des Staates mit den Rechten Gottes in offenbartem Widerspruch stehen, wenn sie der Kirche Unrecht zufügen oder den religiösen Verpflichtungen widerstreiten oder die Autorität Jesu Christi im römischen Papste verletzen, dann ist Widerstand Pflicht, Gehorsam Frevel, und zwar im Interesse des Staates, zu dessen Nachteil alles ausschlägt, was der Religion zum Schaden ist. Daher fordert die Einhelligkeit der Gemüter vollkommene Unterwerfung des Willens im Gehorsam unter die Kirche und den römischen Papst gleich wie unter Gott. Darum muss der Autorität des Papstes auch das Urteil darüber unterstellt sein, was ehrbar und was unsittlich ist. Anmerkung des Verfassers: Unzuchtprozesse 1937. Das ist vielleicht etwas, wo jeder mal selber nachforschen kann. Weiter geht's. Man muss auch in staatlichen Angelegenheiten, die vom Sittengesetz und von der Religion nicht getrennt werden können, beständig und vorzugsweise das im Auge behalten, was im Interesse des Christentums förderlich ist. Aus diesem Grunde kann es auch der Kirche nicht gleichgültig sein, was für Gesetze in den einzelnen Staaten gelten. Nicht insofern die Staatsgesetze sind, sondern weil sie zuweilen die gesetzlichen Grenzen überschreiten und auf das Rechtsgebiet der Kirche übergreifen. Da ist es denn ihre heilige Pflicht, Widerstand zu leisten, wenn eine staatliche Anordnung die Religion schädigt, und alle Anstrengungen zu machen, dass der Geist des Evangeliums die Gesetze und Einrichtungen der Völker durchdringe. In diesen Grundsätzen ist die Richtschnur enthalten, welche jeder Katholik bei seiner Tätigkeit im öffentlichen Leben befolgen soll. Dies wohlgeordnete Verhältnis muss umso mehr in der Kirche herrschen, je zahlreicher die Gegenstände sind, welche die politische Klugheit des Papstes erfasst. Hieraus folgt, dass außer der größten Einmütigkeit im Denken und Handeln es sittliche Pflicht ist, der Weisheit der Kirchengewalt Folge zu leisten. Ende Zitat. Der Weisheit der Kirchengewalt Folge zu leisten. Nun, dieser eine Satz, den ich gerade gelesen habe, da wollte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil wenn ich das alles kommentiere, dann kommen wir nie zum Ende des Buches. In diesen Grundsätzen, die wir jetzt gerade eben gelesen haben, ist die Richtschnur enthalten, welcher jeder Katholik bei seiner Tätigkeit im öffentlichen Leben befolgen soll. Und jetzt erinnert euch bitte an das erste Kapitel des Buches Herrscher des Bösen. Was hatten wir da gelesen? Und ich mache mal kurz drück auf Pause und hol mir Herrscher des Bösen nochmal heraus und lese es euch mal vor. So, kurz gesucht, ich habe es gefunden, es steht auf Seite 3 in dem Buch. Das Vatikanische Konzil von 1964, also das Zweite Vatikanische Konzil, instruierte Politiker in seiner Verfassung, ihre politischen Ämter zu nutzen, um die römisch-katholischen Ziele zu fördern. Katholische Laien, also alle, die nicht eine
offizielle Kirchenfunktionen ausüben, wie zum Beispiel Pastor oder Dekan oder was auch immer, ne? Also der normale Katholik. Katholische Laien, Zitat, wo immer ihr auch seid, ihr seid aufgerufen, all eure Energie zum Wohle, Gedeihen und zur Heiligung der Kirche einfließen zu lassen. Und Zitat, die Kirche an allen Orten und Umständen präsent und wirksam zu machen, denn nur durch euch kann sie zum Salz der Erde werden. Das Zweite Vatikanische Konzil unterrichtete weiterhin alle Katholiken gemäß ihren gleichmäßig zu gemäß Okay, da ist vielleicht ein kleiner Fehler drin, das kann sich immer mal einschleichen im Lauf. Das Zweite Vatikanische Konzil unterrichtete weiterhin alle Katholiken gemäß ihren gleichmäßig zu verteilen, damit sie dem universalen Fortschritt des menschlichen und christlichen Friedens dienen möge, um Zölle, Bräuche und Bedingungen der Welt zu überwinden, wenn diese Anreize zur Sünde bieten, so dass sie alle den Normen der Gerechtigkeit unterworfen werden und dass sie in der Praxis und Tugend eher förderlich als hinderlich gegenüberstehen. Also, das Zweite Vatikanische Konzil unterrichtete weiterhin alle Katholiken gemäß ihren Statuten, ja, diese Weisungen gleichmäßig zu verteilen. So füge ich das mal eben zu, so wird das ungefähr gemeint sein. Da ist ein kleiner Fehler in dem Buch drin, das kann mal passieren. Also, das Wichtigste, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist, das Vatikanische Konzil von 1964 instruierte Politiker in seine Verfassung. Ja, also eine Verfassung des Vatikanischen Konzils, ihre politischen Ämter zu nutzen, um die römisch-katholischen Ziele zu fördern. Katholische Laien, also der normale katholische Bürger, wo immer ihr auch seid, ihr seid aufgerufen, um all eure Energie zum Wohle, Gedeihen und zur Heiligung der Kirche einfließen zu lassen und die Kirche an allen Orten und Umständen präsent und wirksam zu machen. Denn nur durch euch kann sie zum Salz der Erde werden. Das war jetzt aus Herrscher des Bösen, ein Buch, das erschienen ist 2006. Ja, und wir lesen hier ein Buch von 1937. Und wir sprechen hier über die Grundsätze von Antichrist Papst Leo dem 13. zwischen 1878 und 1903. In diesen Grundsätzen ist die Richtschnur enthalten, welche jeder Katholik bei seiner Tätigkeit im öffentlichen Leben befolgen soll. Seht ihr, wie das Gleiche immer nur in anderen Worten wiederholt wird? Die römisch-katholische Kirche trifft einmal eine Aussage und formuliert sie dann vielleicht einmal so und einmal anders, aber es bleibt immer dieselbe Aussage. Und das hier mit Leo dem 13. finde ich ein sehr schönes Beispiel, wo wir sehen, wie sich das im Zweiten Vatikanischen Konzil von 1964 wiederholt hat. Und wir müssen jetzt gar nicht groß weitersuchen. Es wird noch weitere Stellen, wo das auch noch vorgekommen ist. Ja? Und zwar vor Leo dem 13. und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Man möchte Leo dem 13., sagt der Autor, in katholischen Kreisen gern als Vermittler zwischen den päpstlichen Ansprüchen und den staatlich-nationalen Rechten hinstellen. Nach dieser Kundgebung aber zeigt sich doch nur eine lückenlose Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Gedanken der Bulle Unam Sanctam von 1302. Von dem Hintergrund seines diplomatischen Vorgängers Leos des 13. hebt sich nun Pius der 10., der regierte zwischen 1903 und 1914, mit der geradezu robusten Erneuerung der päpstlichen Herrschgier ab. Schon in seiner ersten Ansprache am 9. November 1903 gab er folgende Erklärung: Zitat: Unseres Amtes ist es, jeden Einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, sondern auch die Herrschenden, da sie alle von einem Vater stammen, im privaten wie im öffentlichen Leben, in sozialer wie in politischer Beziehung, der Norm und Regel der Sittlichkeit entsprechend zu leiten. Wir gestehen, dass es einigen zum Anstoß gereichen wird, wenn wir sagen, es sei unsere Pflicht, auch die Politik uns angelegen sein zu lassen. Aber jeder billig Denkende erkennt, dass der römische Papst von dem Lehramt, das er in Bezug auf Glauben und Sitte besitzt, das Gebiet der Politik keineswegs trennen kann. Ende Zitat.
Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man genießen, das muss man schmelzen lassen und da muss man drauf kauen und schlucken und wieder kauen und wieder kauen, wie eine Kuh. Ja? Weil so kann man das gar nicht verdauen. Das muss man sich mal reinziehen, sage ich jetzt mal so in Plattdeutsch. Weil hier ganz klar gesagt wird, dass der römische Papst von dem Lehramt, das er in Bezug auf Glauben und Sitte besitzt, das heißt, wenn er von diesem Lehramt spricht, dann spricht er ex cathedra. Und da kann er das Gebiet der Politik keineswegs trennen. Das heißt mit anderen Worten, man muss ja die Kasuistik hierin verstehen, wenn der Papst bestimmte Aussagen in Bezug auf das Gebiet der Politik trifft, dann sind diese Aussagen genauso wie Glaubensaussagen von seinem Thron ex cathedra zu verstehen. Ja? Also niemand kann die Autorität des Papstes in Zweifel ziehen, sich in die Politik einzumischen. Das steht hier mit anderen Worten. Ich lese den Absatz nochmal. Unseres Amtes, also des Heiligen Stuhls, ja, unseres Amtes ist es, jeden Einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, sondern auch die Herrschenden, also die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, die Armen und die Reichen. Nicht nur die Gehorchenden, nicht nur das normale Volk, sondern auch die Herrschenden, da sie alle von einem Vater stammen, im privaten wie im öffentlichen Leben, in sozialer wie in politischer Beziehung der Norm und Regel der Sittlichkeit entsprechend zu leiten. Und welche Sittlichkeit, davon sprechen wir denn hier? Wir sprechen von der Sitte und der Moral der römisch-katholischen Kirche. Nicht von der Sitte und Moral der Bibel. Nicht von der Sitte und Moral, die Gott uns auferlegt. Sondern die, die ein Mensch uns auferlegt. Ja? Wir gestehen, dass es einigen zum Anstoß gereichen wird, wenn wir sagen, es sei unsere Pflicht, auch die Politik uns angelegen sein zu lassen. Also viele werden damit nicht einverstanden sein, aber doch sagen wir euch, dass nämlich jeder Billigdenkende erkennt, dass der römische Papst von dem Lehramt, das er in Bezug auf Glauben und Sitte besitzt, davon kann er das Gebiet der Politik keineswegs trennen. Also, der Papst ist nicht nur Hohepriester, der höchste Priester der römisch-katholischen Kirche, sondern zugleich ist er auch König. Wie man so schön im Englischen sagt, Lord of Lords und King of Kings, Herr der Herren und König der Könige. Das macht der Papst sich hier. Mit diesem Satz ganz deutlich. Und man kann das Geistliche vom Weltlichen nicht trennen. Man kann die Politik nicht von der Pflicht, der Kirchenpflicht trennen. Jeder Billigdenkende erkennt das. Dass der römische Papst von dem Lehramt, das er in Bezug auf Glauben und Sitte besitzt, das Gebiet der Politik nicht trennen kann. Und was sagt Jesus Christus in der Bibel? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Was glaubt ihr wohl, warum Jesus Christus sein Reich nicht von dieser Welt ist? Weil er und auch wir als Christus-Nachfolger uns diesem Absorbieren von Macht nicht unterstellen können, weil es unbiblisch ist. Der Nachfolger von Pius X., Benedikt XV., der regierte oder Pontifikat hatte zwischen 1914 und 1922, hatte seine katholischen Söhne und Töchter in Deutschland während des Weltkrieges scheinbar ganz vergessen und stand unzweideutig auf Seiten des Feindbundes. Ja, er bedauerte, Zitat, nur dem Herzen nach nicht auch von Geburt Franzose zu sein. Ende Zitat. So konnte er nach dem Schandvertrag von Versailles am 7. Oktober 1919 an den Erzbischof von Paris, Kardinal Amet, schreiben, Zitat, was menschliche Klugheit auf der Versailler Konferenz begonnen, das möge Gottes Liebe veredeln und vollenden.
Von Frankreich aus möge sich Gottes Gnade über die ganze Welt ergießen. Ende Zitat. Diese Worte sind 1930 im Inneren der Herz-Jesu-Basilika am Montmartre in Paris feierlich angebracht worden. Tja, so viel dazu. Und wie es dann in diesem Buch weitergeht und was die nächsten Themen sind, das werden wir dann auf Seite 32 im PDF, das müsste Seite 30 im Buch sein, ja, in der nächsten, in der vierten Lesung besprechen, weil da geht es weiter. Aber ich fand das heute eine sehr wichtige und ich hoffe für viele erhellende Lösung, erkenntnisreiche Lesung, erkenntnisreiche Lesung, nicht Lösung, Lesung. Und ich kann nur jedem anraten, dieselben Studien zu machen, die ich gemacht habe. Nicht, weil ich mich jetzt für irgendwas Besonderes halte, aber weil ich sage, dass mit den Studien, die Bücher gelesen zu haben, die ich gelesen habe, man ein gesamtumrundendes Bild bekommt, dass auf einmal alles, was in dieser Welt passiert, Sinn macht. Weil man immer alles hier in dieser Welt an der römisch-katholischen Kirche messen muss. Nun, in der Bibel steht geschrieben, dass die Juden in Beröa bessere Juden waren als die in Thessaloniki, weil sie alles täglich an der Bibel gemessen haben, was in der Welt passierte. Und der Papst macht genau dasselbe. Nur er misst es nicht an der Bibel, er fordert uns auf, alles in dieser Welt an ihm zu messen, an seinen Rechten zu messen, an seinem gesprochenen Recht zu messen, am Codex Juris Canonici, am römisch-katholischen kanonischen Recht zu messen. Alles muss damit in Einklang sein. Und dann können wir in Frieden leben. Aber dafür muss man sich selbst, sein Gewissen, seine Moral, alles dem Papst unterstellen. Ja, da muss man eben die Wahl treffen. Ist es besser, Menschen zu gehorchen oder ist es besser, Gott zu gehorchen? Ich freue mich auf die nächste Sendung, weil dann geht es in diesem wunderbaren Buch weiter, das uns ganz deutlich erklärt, warum die Menschen, die römisch-katholisch sind, eben diesen Menschen, dem Papst, nachfolgen und damit Idolatrie, Götzendienst betreiben, weil dieser Mensch sich selbst zu einer Götze erhebt. Der Papst macht im Grunde nichts anderes, als was Nebukadnezar bereits gemacht hat. Als Gott ihm gesagt hat, von der Statue von den vier Königreichen, direkt im nächsten Kapitel sagt Nebukadnezar, nö, macht eine Statue ganz aus Gold. Ich bin nicht nur das Haupt, ich bin die ganze Statue. Und sobald die Musik erscheint, muss jeder dieser Statue niederknien und anbeten. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Und genau das sagt uns der Autor hier auch, haben all die Päpste auch gesagt und sagen sie noch. Darum ist das Papsttum, ja, das Amt, das der Einzelne ausübt, der Sitz des historischen, biblischen und prophetischen Antichristen. Um das gut zu verstehen, auch bis zum nächsten Mal, bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.